Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Emily McClover. Ich bin Emily und heute gibt es mal die Update-News vom 13. November 2019. Als erstes Update erzähle ich euch jetzt mal, was alles rausgekommen ist. Ich blende euch mal den Code für eine Woche Star Rider hier jetzt ein. Und zwar kriegt ihr mit dem Code 7 Happy Days eine Woche Star Rider. Und dann bekommt ihr halt auch samstags die Star Coin. Ja. Ich weiß gerade nicht, wo ich hier lang reite. Ich reite jetzt mal nach Moorland und zeige euch, was es da noch so alles Neues gibt. Für die Leute, die kein Star Rider sind oder kein Star Rider haben dürfen, ist es ganz gut. Dann könnt ihr noch Quests machen und ja. Was auch neu ist, dass ihr jetzt eine Woche Stallhilfe habt und eure Pferde in allerbester Laune sind, wie jetzt hier bei mir. Und ja, das finde ich mega cool, weil ihr ja jetzt die freie Möglichkeit habt, Championate gut zu reiten oder sonst was. Und weil wir noch früh morgens haben, ist hier nicht so viel los. Das ist ganz praktisch. Leute, sorry, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich bin nämlich gerade auf meinem zweiten Account und das tut mir schrecklich leid, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Ich wollte euch nur kurz was sagen und zu den Update-News. Und zwar gibt es noch eine neue Sache im Bonus-Shop. Und neue Musik ist erhältlich. Das wollte ich euch eigentlich nur sagen. Und ja, ich bin gerade nämlich dabei, das andere Video zu drehen. Und genau. Als nächstes ist hier jetzt eine neue Sprungbahn gekommen. Und die ist von einem Soul Rider. Von Linda, meine ich, war das. Sekunde, ich guck mal, schau ganz kurz nach. Genau, von Linda. Und das könnt ihr heute auch reiten. Ihr braucht dafür, glaube ich, gar keinen Star Rider. Ihr könnt das einfach reiten. Und so, Leute, ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Ich klicke das einfach mal durch, weil ich jetzt keinen Bock, das alles. Die ist so krass, man kriegt sogar Erfahrung für den Reiter. Und 125. Oh geil. Oh geil. Ich liebe Springreiten allgemein. Jetzt in echtem Leben traue ich mich das noch nicht wirklich. Aber in echtem Leben ist so Dressur meine Sache. Und jetzt in Star Stable bin ich übelst der Springreiter-Freak. Also ich tue nur springen meistens. Auch wenn so jetzt irgendwie so, weiß ich nicht, so, keine Ahnung, irgendwie so besondere Sachen, wenn ich springe mal 100 Tage. Oh Gott, das ist eine enge Distanz. Halleluja. Okay. Geil, hier sind auch voll die coolen Opta-Leute. Da hinten ist sogar so ein Dreifach. Oha, geil. Okay, die Sprünge sind mega cool. Hier ist nochmal so ein Steilsprung. Und hier so ein Dreier-Ochse. Oha, wie geil. Oh, was ist das? Nein, als ob ich jetzt schon direkt verschissen. Was war's? Okay, das ist ja sehr, sehr kurz, aber ja, mir gefällt. So, perfekt. Jetzt habe ich ja auch noch das Rennen freigeschaltet und gleich Ice-T eh am Leveln bin. Passt das ja. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!